probiere mal, ob ich da direkt drüber springen kann. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass der Twinsen mir natürlich wieder. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Little Big Adventure. Einem immer größer werdenden Abenteuer hier und immer größer werdenden Frust teilweise. Ja, wie ihr es vielleicht im letzten Video gesehen habt, ich werde zwar einiges geschnitten haben, allerdings nicht alles. Ja, es gibt ein paar Stellen im Spiel, da wird man, ja, also man wird nicht unbedingt gut behandelt. So, das hat sich schon mal gelohnt, das ist schon mal fein. Ich habe hier eine Zwischenspeicherung gemacht, das heißt, wir können, selbst wenn wir jetzt verrecken, ich mache den Cursor mal wieder weg, den vergesse ich immer ganz gerne, wir können hier wieder anfangen, genau an jener Stelle da vorne, sollte uns jetzt was passieren. Was wir jetzt allerdings erstmal tun müssen, ist uns hier einen kleinen Überblick verschaffen. Da hinten ist etwas Interessantes. Das wollen wir haben. Was sind das? 7 Herzen, das ist gut. Ja, wie wir auch hier wieder sehen können, die Mauern sind alle Kilometer hoch, deswegen können wir nicht drüber springen. Ja, ja. Ey, jetzt sind wir... Oder? Ja, genau mittendrin sind wir jetzt gelandet, denn wir kamen nicht mehr raus, ja. Man hat sich jedes Mal den kleinen Finger gepiekst, deswegen hat er jetzt auch so geschrien wie am Spieß. Ja. Ja, ist halt so. Ja, was machen wir jetzt? Wir sollten probieren, auf eine jener Plattformen zu kommen. Vielleicht gelingt uns das ja auch ohne Magie jetzt erstmal. Denn, ja, wir haben ja auch keine. Okay, also da war jetzt, da ist jetzt mal irgendwas gewesen, ne? Aber eben nicht wirklich. Aber jetzt sind wir hier natürlich. Jetzt sind wir hier natürlich total am Arsch. Jetzt sind wir hier natürlich total gefangen. Ich könnte probieren. Aber auch das, wie ihr seht, nicht. Ja, null Magic. Also null. Hier kommen wir jetzt wenigstens wieder vorbei. Ich muss hier irgendwie die Hebel in Bewegung setzen, die ihr ja da seht, damit sich hier diese Plattform bewegen. Jene Plattform hier vor uns, da wäre ich gerade eben fast drauf gekommen, habe ich eigentlich das Gefühl. Und das ist ja eigentlich schon mal gut. Aber auch hier ist dann wieder diese unheimlich präzise Steuerung, die uns es hier verwehrt, dahin zu springen, wo wir eigentlich hinwollen. Ich bezweifle zwar sowieso, dass man auf diesem Weg auf diese Plattform drauf kommen. Wir werden, wie gesagt, zuerst mal einen Hebel betätigen müssen. Und wir kommen momentan leider an keinen einzigen Hebel ran. Das heißt, wir müssen ein bisschen höher. Ich bin leider immer wieder irgendwie automatisch mit meinem linken Daumen auf dem linken Stick, um Twinsen zu steuern. Ich muss mir das abgewöhnen. Es ist einfach so. Ich muss mir das abgewöhnen, Leute. Ich weiß nicht, wie lange es noch dauert. Hoffentlich nicht bis zum Ende des Spiels. Ich habe schon wieder den Daumen am linken Stick. Egal. So, jetzt müssen wir hier irgendwie irgendetwas tun. Und zwar, ohne hier herunterzufallen, müssen wir irgendwie in die Nähe von diesem Hebel da kommen, dass man vielleicht... dass wir vielleicht hier irgendwas in Bewegung gesetzt kriegen. Also ich meine nicht, dass es hier unbedingt nötig ist. Dass es hier unbedingt nötig ist, Magie zu verwenden. Es reicht eigentlich der Ball in seinem... So. Also einfach so, genau. Und nochmal. So. Ja, und jetzt sehen wir auch schon, es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Himmel, Herrgott.
Nee, also wirklich, es geht ja nur um einen halben Zentimeter oder so. Es geht ja nicht um viel. Interessanterweise, die Pfeile zeigen hier in alle möglichen Richtungen. Schießen tut man da aber ganz woanders hin. Jetzt! Na endlich! So. Muss ich wieder ranzoomen ein bisschen. Dann muss ich wieder ein bisschen weglaufen, weil jetzt möchte ich darüber springen. Ich möchte, wenn es geht, nicht... Gott sei Dank. Ich möchte, wenn es geht, nicht über den Rand der Plattform hinausspringen. Und jetzt habe ich schon wieder ein bisschen Angst, dass ich dahinter springe, ne? Ich will ja eigentlich wirklich, ich will ja wirklich nur hier runter und dann die andere Plattform betreten. Ich mache das jetzt einfach mal in der Hoffnung. Also sie haben wirklich probiert, das Spiel hier an der einen oder anderen Stelle zu verbessern. Und es ist ja stellenweise auch gelungen. Aber diese Wackelei hier mit diesen... Pfeilen da. Das ist einfach nicht schön, ne? Ich werde wieder vermutlich an der einen oder anderen Stelle hier schneiden müssen. Jetzt. Okay. Es bietet sich an, denke ich. Genau das wollte ich. Genau so wollte ich das. Und bevor ich jetzt hier da vorne an dieser kleinen Kante scheitere und wieder hinunterfalle... Oh nein. Es ist genau das passiert, nur an der anderen Seite. Oh mein Gott. Ja, und das ist der nächste Punkt, oder der Punkt, den ich auch schon immer wieder gesagt habe. Man sollte doch bitte den Sprung abbrechen können. Es wäre super, wenn man den Sprung abbrechen könnte. Einfach sagen, ich will einfach nicht mehr springen. Ich möchte jetzt nicht mehr springen. Nee, ich habe mir anders überlegt. Kann man bitte den Sprung abbrechen? Nein, du hast jetzt gesagt, beziehungsweise du hast jetzt den Knopf gedrückt, dass du springen möchtest. Also wirst du auch springen, egal wo du hinspringst. Ja, und wenn du genau siehst, okay, ich werde in mein Verderben springen. So. Ja, und auch hier wieder Präzisionsarbeit vonnöten, ja, die ich mit dieser Steuerung nicht in der Lage bin zu verrichten. Ja, also ich hoffe doch sehr, dass der zweite Teil, ja, es gibt ja einen zweiten Teil von diesem Spiel, ich hoffe sehr, dass der zweite Teil besser wird. Also, dass einfach dann nicht solche Dinge hier passieren. So. Meine Güte. So, jetzt aber. Es ist jetzt natürlich klar, ne? Jetzt stehst du mitten auf der Plattform, ja? Du stehst sowas von perfekt da, dass es perfekter nicht geht. Und dann sollst du aber noch... diesen Hebel treffen, ne? Vor allem, was bringt es mir aber, wenn ich jetzt darüber... Ach so, ich muss mich da ja weiter bewegen auf diesen schmalen... Ja, Mädels und Jungs, was ich höchstens machen kann... Ja... Hierhin... Und dann hier wirklich mich so Schrittchen für Schrittchen voran tasten. Oh, heilige Scheiße. Ja, gut. Um dann den Hebel doch nicht zu treffen. Oh nein. Okay, wir sind schon wieder bei knapp der Hälfte des Videos. Und, ja, ich muss ehrlich sagen, so wirklich was getan hat sich noch nicht, ne? Da müssen wir ja ganz ehrlich sein. Wir haben, es hat sich einiges getan, aber leider nicht, leider hat es nicht zum Spielfortschritt geführt. Und ich kann mich echt nicht erinnern, ob dieses Spiel damals auch schon so war.
oder ob ich mich so verändert habe. Normalerweise würde ich ein solches Spiel bei sowas jetzt abbrechen, ja? Ich würde das normalerweise abbrechen und sagen, leck mich am Arsch, ich lösche dich einfach. Ich brauche dich nicht. Ich will dich auch nicht. Nerv jemand anderen. Aber bei diesem Spiel, ich weiß ja, dass es funktioniert. Ich habe es bereits einmal mehrmals durchgespielt in meinem Leben. Es geht irgendwie. Ich weiß eben nur nicht, wie ich diesen vermaledeiten Hebel da treffen soll. Es ist momentan leider... einfach nur nervig. Muss ich jetzt wirklich bis... jetzt aber. Oh, okay. Soll ich das Video beenden? Ich könnte eigentlich, also die Videolänge wäre erreicht. Ich könnte jetzt hier aufhören. Ich probiere mal, ob ich da direkt drüber springen kann. Aber ich habe ein bisschen Angst, dass der Twinsen mir natürlich wieder... dieses... kann er wenigstens... oh. Okay, 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 es ist alles gut, es ist alles fein. Ich liebe euch. Kannst du bitte genau da landen, genau, Twinsen, danke. So, und jetzt mach hier bitte... jetzt mach hier bitte keine falsche Bewegung. So. Jetzt ist es wieder sehr, sehr wichtig zu wissen, wo man hin will. Oh ja, oh ja. Oh ja, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich. Ich bin wirklich glücklich, meine lieben Freunde. Ich bin so glücklich, dass ich am liebsten diese Leiter hinuntergehen möchte, weil ich komme da ja auch direkt wieder hoch. Ich weiß jetzt nur nicht, was da unten passiert. Aber es ist ja egal, was passiert. Lass uns erstmal schauen, was da oben dieser Hebel macht. Aber er wird wahrscheinlich das... oh nein. Kommen da jetzt mehrere etwa? Okay. Das Tor zur Sendelstatue ist geöffnet. Das wird ja auch hoffentlich aufbleiben. Und jetzt muss ich die dann wieder irgendwo hinbewegen. Okay. Ja, also gut. Das kriegen wir ja hin. So, was haben wir denn? 20 Minuten. Ja, komm, wir machen. Also wir spielen jetzt noch. Oh je. Und wirklich sämtliche Energie jetzt weg, sämtliche Kleeblätter weg. Es ist so zu kotzen. Ah, ist echt nicht schön, ne? Okay, also Sinn wird es jetzt wieder sein, Sendelstatue holen, auf dieses Dingsbums da draufstehen, damit jenes Tor sich hier öffnet. Dazu, meine lieben Freunde, wird es vonnöten sein, da hochzukommen. Okay, ja, so. So ist doch gut. Warum hat das das jetzt gemacht? Warum hat es das? Warum macht es das? Das macht es automatisch. Also wirklich, ich drücke ja nichts, ne? Ich drücke gar nichts. Ich laufe hier ja nur rum. Hä? Hallo? Also hier scheinen wieder irgendwelche Platten im Boden zu sein, die. Ja, ja, ist auch gut. Okay, so ist gut, glaube ich. Jetzt muss ich da eben nur, wie gesagt, hinlaufen ohne eine dieser Platten.
zu berühren. Dieser Bodenplatten, das sieht gut aus. Okay, lieber wieder einen Schritt zurück, ne? Nicht darüber hinaus springen, bitte, Twinsen. Ja, danke. Nicht über das Ziel hinaus. Und jetzt nach da oben. Sehr schön. So, jetzt müssen wir hinter Sendel, nicht, dass wir sie wieder in eine Ecke schieben, aus der wir sie nie wieder entfernt bekommen. Ich schmeiße sie einfach direkt runter, die wird ja nicht kaputt gehen, ne? Oder? So. Jetzt müssen wir sie halt nur irgendwie, ne, da wieder von der Wand weggeschoben kriegen. Oh je. Nein, ich will dich doch in die andere Richtung schieben, Fräulein. Wo ist denn jetzt das Problem, bitte? Jetzt aber, jetzt aber. Ja, also präzise Steuerung ist ganz anders. Das ist klar. Aber ist ja schön, wenn ein Spieler noch ein kleines bisschen herausfordern heutzutage, ne? Die meisten sagen einem ja Stück für Stück, was man zu tun hat. Von dem her ist das ja gar nicht so schlimm, wenn hier mal eines wäre, das ein bisschen fordernd wäre. Hier ist jetzt allerdings tatsächlich doof, dass da die Leuchte rumlaufen, ne? Hier muss ich jetzt aber schlicht und ergreifend mit Magie arbeiten, das ist einfach so. Aha. Ja, wie gesagt, den Faustkampf, den werde ich jetzt in dem Moment nicht vorziehen, weil ich schlicht und ergreifend keine Kleeblätter mehr habe. Meine Güte, ist das schlimm. Und man trifft sie nicht, man trifft die Kollegen nicht. Mit dem Ball. Ja, komm. Du hast ja schon ein paar Bälle abgekriegt. So, okay. Gott sei Dank hat das gereicht. So, und jetzt haben wir da nämlich eine wunderbare Fundsache. Du hast soeben die zweite Magiestufe erreicht, da du das Bübuch wiedergefunden hast. Ja. Ich habe das Bübuch wiedergefunden. So. Oh, wer sind Sie denn? Ah, jetzt bin ich hier natürlich der Hauptkerle, ne? Jetzt habe ich einen grünen Ball. Und da schaut her. Geil, oder? Der ist jetzt meins. Der ist jetzt mein ergebener Diener. Und deswegen wird er auch gleich platt gemacht, weil der hat Geld. 15 Cashes. Jetzt sind wir bei 200 Cashes. Wir können uns sowas von alles leisten. Da ist jetzt ein Lichtkegel. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, da hinzugehen. Wahrscheinlich aber schon. Ja. Dieses Buch ist ein Hüter des Wissens. Das lesen wir jetzt erstmal. Es ermöglicht, auf den Steinen zu lesen und mit den Tieren zu sprechen. Auf den Steinen lesen und mit den Tieren sprechen. Was ja wiederum bedeuten könnte, dass wir die Steine, beziehungsweise die Sendelsiegel, die ja wahrscheinlich aus Stein sind, lesen können. Und mit Tieren sprechen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Was wir jetzt allerdings noch tun müssen, ist hier irgendwie rauskommen. Liest er das nochmal, wenn ich da hingehe? Dieses Buch ist ein Hüter des Wissens. Ja, genau. So, jetzt kann ich da natürlich, wenn ich Lust habe und so, kann ich da reingucken. So, dank dieses magischen Symbols hast du soeben die zweite Kraftstufe erreicht. Du kannst auch die Runenschriften lesen und mit den Tieren sprechen. Runenschriften. Schauen wir doch da in das Ding mal rein. Der Tag wird kommen, an dem jemand unter den gegenwärtigen oder zukünftigen Arten sich erheben wird und sagt: Diese Welt ist von nun an mein und die Schlüssel der Macht gehören mir. Dieser Tag wird kommen, da Habgier und Gewalt unter allen Arten des Universums herrschen. Sollte an diesem Tag die Gefahr zu groß sein, wird sich der Auserwählte zu erkennen geben. Er wird sich gegen den Tyrannen erheben und ihn beseitigen. Er wird die Völker befreien und versöhnen, weil seine Vorfahren im Laufe der Zeit Waffen und Informationen für seinen Sieg bei ihm zusammengetragen haben.
Indessen braucht er 4 magische Symbole, um zu siegen. Die Tunika, das Bübuch, Sendels Medaillon und eine Flasche klares Wasser. Am Tag der Gefahr wird Sendel dem Erben in seinem Schlaf ankündigen, dass die Stunde des Endkampfes geschlagen hat. Er wird sich dann zu Sendels Brunnen begeben müssen, wo sie ihm ihre Mächte anvertrauen wird. Jo. Haben wir das auch mal gelesen? Sehr schön. Dann gehen wir jetzt in den Lichtkegel. Oh. Da sind wir jetzt. Über den Wolken. Und Sendels Siegel darunter. Plopp. Sind wir wieder hier. Wunderbärchen. Was sagen hier Sie? Hier ist Ihr Buch. Allein der Erbe konnte es in diesem Tempel schaffen. Du bist tatsächlich dieser Auserwählte, von dem die Prophezeiung spricht. Behalte das Bübuch, da du dessen würdig bist, Vincent. Es wird dir ermöglichen, die Runen zu entziffern und mit den Tieren zu sprechen. Du kannst darin die Prophezeiung lesen, die jetzt ausgeführt werden muss. Du musst Dr. Van Bock beseitigen, weil dieser Despot die Harmonie dieses Planeten zerstört hat. Ich habe im Traum gesehen, dass er versucht hat, Sendels Brunnen zu schänden. Dies würde die augenblickliche Zerstörung dieser Welt bedeuten. Du musst zu Sendels Brunnen, um uns zu retten und uns von Van Bock befreien. Ich weiß nicht, wo sich dieser Ort befindet, aber deine Vorfahren haben gezwungenermaßen bei dir Informationen hinterlassen, um ihn wiederzufinden. Okay, Holomap ist... Hallo Pferd! Oder wie auch immer du heißt. Holomap ist irgendwas passiert, schauen wir uns aber alles im nächsten Video an. Für dieses ist es das mal gewesen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Oder auch ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt. Und über einen Kommentar freue ich mich auch sehr. Herzlichen Dank nochmal fürs Zuschauen und tschüss.